Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Heute habe ich für euch von Blue Bricks den Flachdachwagen 50 Fuß in Gelb. So, da haben wir das schöne Stück. Ich habe den schon ein bisschen länger bei mir stehen, dachte mir aber, weil ich ihn noch nicht gezeigt habe, hole ich den mal raus und zeige den euch. Die Rollen waren da noch nicht so gut, wie es momentan jetzt der Fall ist. Rollt halt nicht ganz so toll. Ich habe euch ja schon den anderen Flachdachwagen in Verbindung mit dem Kesselwagen gezeigt. Ich werde das mal hier oben verlinken, dann könnt ihr euch das angucken, wenn ihr das wollt. Ich zeige euch aber auch gleich noch im Vergleich den anderen Flachdachwagen. Der war, glaube ich, 40 Fuß im Braun. Aber erstmal schauen wir uns den hier an. Was ich hier, oder was mir als erstes aufgefallen ist, die Qualität der Steine. Er hat sehr viele gelbe Steine, die einen Grünstich haben. Ich weiß nicht, ob das gut rüberkommt, aber man sieht es zum Beispiel hier zu dem Stein. Die haben halt wirklich eine unterschiedliche Gelbfärbung. Und ganz, ganz schlimm, das zeige ich euch jetzt mal auf der anderen Seite. Der hat mich ein bisschen schockiert, der Stein. Ist er da unten. Der geht ja schon fast ins Grüne. Also, ja, die Qualität des Gelbtons ist hier nicht wirklich gut. Ist eine ältere Charge gewesen. Ich weiß nicht, ob Blue Bricks mittlerweile da schon neuere bekommen hat und das vielleicht behoben ist. Bei meinem ist es leider noch so, wie es hier ist. Ich finde es jetzt bei Waggons nicht so schlimm. Die sind eh dreckig und sollen abgenutzt aussehen. Da muss ich jetzt keinen strahlend gelben Wagen fahren haben. Aber trotzdem ist die Qualität natürlich ja, hier echt schwierig, muss ich sagen. Dass es schon ganz schön starke Farbunterschiede hat. Ansonsten ein extrem gelungenes Modell. Ich finde ihn super gut. Optisch genial. Gerade hier auch das Dach gefällt mir richtig gut. Hier an der Seite haben wir dann ja, wie so eine Treppe, die nach oben geht. Das ist schon schick gebaut. Dieses Dach ist leicht schräg. Das hängt hier alles so an kleinen Hinges. Ich hoffe, man kann das hier gut sehen. Da sind die halt alle so gesetzt. Man kann die so minimal nach oben machen. Dann könnte man den Wagen auch noch richtig zum Flachdachwagen machen. Ja, ist aber so schräg, sieht besser aus. Dann gucken wir mal sein Feature. Da haben wir nämlich hier, zack, eine Tür. Wir machen es mal auf der anderen Seite auf, dann kriegen wir mehr Licht rein. Und das Teil ist innen komplett durchgefliest. Finde ich auch richtig cool. Ich mag das ja, wenn Steine verschwenderisch genutzt werden, obwohl man es nicht braucht, aber man hat hier echt eine Menge Fliesen. Wer jetzt sagt, hey cool, ich mache es nur vorne und spare mir die anderen Fliesen für was anderes, spart auch Gewicht beim Waggon. Dadurch wird er natürlich besser gezogen. Umso schwerer, umso schlechter natürlich für den Motor der Lok. Aber in diesem Falle finde ich es ziemlich cool. Türen kann man einfach so zuschieben. Die hängen auf dieser komischen Rail hier oben drauf. Das sieht schon alles verdammt gut aus. Hier haben wir es von unten, da ist noch so ein kleines Zierelement, was man von vorne halt so ganz gut sehen kann, oder von der Seite besser gesagt. Ja, das ist alles ganz nett. Hier nochmal eine kleine Treppe. Dann wollen wir nochmal den Wagen reinholen. Der 40 Fuß war das, glaube ich. Ne? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das waren 50 und 40 Fuß. Da haben wir ihn im Braun, ist eigentlich identisch. Mir gefällt er im Braun ein bisschen besser. Ist dieselbe Sache. Tür kann man öffnen, innen komplett durchgefliest. Wie gesagt, habe ich euch schon gezeigt, den Wagen. Will ich jetzt nicht so detailliert nochmal drauf eingehen. Ist eh genau dasselbe wie dieser Wagen. Ich wollte es einfach nochmal zeigen, weil ich ihn noch nicht gezeigt habe und noch stehen habe. Nächste Woche, ich hoffe, ich kann da schon mit anfangen mit dem Video, habe ich was Großes mal wieder vor. Und zwar habe ich mir was völlig anderes geholt, als wie das, was ich sonst gemacht habe. Sonst ist ja mehr so, ja, Eisenbahn und meine Anlage bauen und mal ein Star Wars Set. Und diesmal habe ich mir im Scale mal was geholt, was ich bisher nicht gebaut habe, und zwar Neuschwanstein. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich habe tierisch Bock drauf. Ich finde, das Schloss ist ein Hammer. Ich war als Kind einmal schon da und durfte mir das angucken in echt. Das ist einfach für jeden eine Reise wert. Wer da hin möchte, guckt euch Schloss Neuschwanstein an. In Deutschland auf jeden Fall finde ich eine der besten Attraktionen, die wir haben. Das Schloss ist wirklich genial. Das liegt auch wunderschön in den Bergen. Und ja, das Set, als ich es gesehen habe, dass Blue Bricks das rausbringt, ich war begeistert. Und habe es mir jetzt auch sofort gegönnt und habe da tierisch Bock drauf, das zu bauen. Und werde da natürlich wieder einen Baubericht machen. Ich denke mal, es wird ein mehrteiliges Video werden. Das sind ja irgendwie fast 8000 Teile oder so.
Also ich hoffe, ihr habt Bock drauf und freut euch drauf. Ich freue mich tierisch drauf. Es kommt natürlich auch wieder Eisenbahn, aber momentan habe ich jetzt erstmal keine aktuellen Sets, weil ich auf Neuschwanstein gewartet habe und das jetzt halt erstmal kaufen wollte. Aber danach kommt auch wieder eine Menge Eisenbahn und es kommt auch wieder was von Kobi. Ein Retro-Teil werde ich auch nächste Woche wieder machen. Da habe ich wieder einen Retro-Tag. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Da kommt wieder was von Lego, was Älteres. Und jetzt gehen wir uns das Teil noch auf der Anlage angucken. Wie immer, wird nicht so spektakulär sein, der Waggon. Ich denke mal, er wird ganz normal über die Anlage rollen. Aber trotzdem will ich euch zeigen, wie er auf der Anlage aussieht. Und das schauen wir uns jetzt an. So, das sieht richtig gut aus. Ich habe gleich mal beide Waggons rangehängt. Da kann man nicht meckern. Wir schauen mal von oben. Das sieht gut aus. Das lädt auch nicht weit aus. Wunderbar. Ich werde noch einmal die Weiche umstellen. Dann können wir da auch noch mal reinfahren. Fahren wir mal durch die Weiche. Oh, alles wunderbar. Das sind richtig schöne Waggons. Relativ schwer. Man merkt, dass der Lego-Motor da doch schon ein bisschen langsamer ist als normal. Ich denke mal, bei 4 Stück wird es dann schon schwierig. Aber alles in allem gefallen mir die Teile doch sehr gut. Gut, dann halten wir das Ganze hier mal an. Dann sind wir auch schon durch. Das war mal ein kurzes, knappes Video zu diesem Waggon. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich persönlich finde ihn gut. Die amerikanischen Loks dazu, die Teile ja eigentlich ziehen, werde ich mir auch noch holen. Ich hoffe, dass ich ja vielleicht diesen Monat noch mir welche besorge oder dann spätestens nächsten Monat. Ich werde mal gucken. Da sind jetzt einige Loks, die ja verfügbar sind und ich werde mir da, glaube ich, mal einen großen Batzen bestellen. Dann werden demnächst viele Lok-Videos kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von dem Flachdachwagen haltet und ob ihr halt euch auch auf Neuschwanstein genauso freut wie ich. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und die Noppensteinstube sagt Tschüss.